Oh Dame, Tal und herzlich willkommen zum nächsten Adventskalender-Video hier auf dem Kanal. Und damit würde ich sagen, mit dem heutigen Video werden wir dann die Pokémon-Reihe auch schon fast abschließen, alles klar? Und damit legen wir los mit dem Video, wie stark ist eigentlich Giratina? Also, Giratina, müsst ihr jetzt erst wissen, ist nicht nur der Teufel der Pokémon-Welt, sondern auch noch gleichzeitig der Gott der Antimaterie. Antimaterie ist praktisch die Materie im allgemeinen Universum, nur halt das Gegenteil davon. Und ist auch dazu da, normale Materie, wenn genügend davon da ist, komplett zu vernichten. Bedeutet, Giratina ist damit automatisch schon dazu in der Lage, auch Gegner, die unsterblich sind, zu besiegen. Außerdem ist Giratina auch noch gleichzeitig der Herrscher über seine eigene Dimension, welche die Zerrwelt ist. Die Zerrwelt ist, ja, praktisch ein Äquivalent zu unserem Universum, nur halt in zerstört und kaputt. Und praktisch auch eine Art Hölle sozusagen, nur dass dort niemand ist außer Giratina. Außerdem hat Giratina zusätzlich noch komplette Kontrolle über diese Dimension. Bedeutet, wenn Giratina dich durch eins seiner Portale in diese Welt reinbekommen würde, könnte Giratina dort mit dir machen, was Giratina möchte. Allerdings musst du dafür auch in diese Dimension sein. Außerdem besitzt Giratina zwei verschiedene Formen, welche einmal seine standardmäßige Form sind, beziehungsweise seine geschwächte Form, und dann hätten wir wiederum seine Urform. Die Urform ist eigentlich seine ursprüngliche Form, allerdings nach einem Verrat an Arceus hat Arceus ihm direkt eingeslappt, ihn besiegt und ihn dann seine Kräfte genommen und ihn in die Zerrwelt eingesperrt. Und als Bestrafung nochmal zusätzlich kann Giratina nur in seine Urform, in seine stärkere Form wieder zurückkommen, wenn er entweder selber in der Zerrwelt ist oder sich dem Platinum Orb an sich reißt. Dann wird Giratina nämlich auch wieder in seine Urform zurückverwandelt. Außerdem beherrscht Giratina seinen Signature. Eine Sekunde. Okay, jetzt habe ich es wieder. Und zwar war es sein Signature Schemenkraft. Dieser ist zwar in den Pokémon-Spielen nicht das Besonderste, allerdings ist er was sehr Besonderes in Lore. Denn in Lore ist dies eine Attacke, welche komplett unausweichlich ist, wo Giratina unsichtbar wird, ich glaube so, ja genau, sich in eine andere Dimension teleportiert und dann plötzlich aus dem Hinterhalt heraus dich angreift. Gut passend zum Teufel meiner Meinung nach. Zusätzlich beherrscht dann natürlich Giratina durch die Tatsache, dass es ein Geist-Drachen-Pokémon ist. Natürlich nicht nur Drachenattacken, sondern auch einige Geistattacken neben seinem Signature. Darunter gehören zum Beispiel auch Attacken wie Feuerodem, Schattenstoß und so weiter und so fort. Also halt Schattenstoß, Feuerodem, Bürde, Dunkelklaue und auch die gut alte Drachenklaue gehören ebenfalls mit dazu. Allerdings, was noch eine interessante Sache bezüglich Giratina ist, ist nicht zu vergessen, dadurch, dass es ein Geisttyp im Pokémon ist, ist es relevant hierfür, denn für alle diejenigen, die es nicht wissen, wenn man in ein Versus-Video reingeht und man ja ein Versus-Video mit, jetzt sagen wir mal, ein Versus-Video mit zwei verschiedenen Charakteren macht, sagen wir jetzt mal einfach ganz grob und simpel, Deku, der Protagonist aus Boku no Hero Academia, also My Hero Academia, welcher hauptsächlich eigentlich nur auf physischen Attacken basiert, gegen Giratina. Giratina hätte keinerlei Probleme und würde nicht mal einen Kratzer abbekommen gegen Deku. Auch nicht gegen All Might. Warum? Denn wir werden hier, man muss in Versus-Videos ja weltenübergreifend auf das Ganze übergreifend, weltenübergreifend funktionieren lassen. Was bedeutet, Giratina wird immun gegen jegliche Art von Kampfattacken sein und auch Normalattacken. Bedeutet, jegliche Arten von physischen Attacken, welche Deku und All Might mit ihren Fäusten und Füßen und so weiter einsetzen werden, werden keine Wirkung auf Giratina haben. Und da das alles ist, was sie bis jetzt einsetzen können, zumindest nach dem, was ich weiß, GG, ihr werdet kein Kratzer auf Giratina landen. Und damit nicht zu vergessen, dass Giratina, ja wie gesagt, die Kontrolle in seiner Zerrwelt hat. Nur ist halt jetzt die Frage, ob er dich wirklich durch die Portale zerren kann. Und
Andere Frage ist, ob der Kampf überhaupt nicht gleich in der Zerwelt startet, da Giratina normalerweise, soweit ich weiß, nicht aus der Zerwelt rauskommen sollte, da dies ja sein Gefängnis ist. Außerdem, eine weitere wichtige Sache für Giratina ist die Tatsache, dass Giratina so erstellt wurde, dass Giratina genauso stark, nein, sogar stärker als die Jaeger und Palkia ist. Warum wirklich im Detail wurde nie wirklich gesagt von Game Freak. Allerdings ist das halt so der stärkste Feed, den wir von Giratina haben. Die Tatsache, dass Giratina zum Teil halt zum Großteil halt einfach nur wirklich nur da ist, für den Fall, falls die Jaeger oder Palkia zusammen irgendwie Scheiße bauen oder einer von den beiden einfach gegen den anderen kämpft oder sowas in der Richtung, dass Giratina sofort den Streit lichten kann und ja, wie gesagt, so stark ist, nee, sogar stärker als beide zusammen ist. Damit war es das auch schon mit Giratina, denn ja, Giratina ist jetzt nicht allzu kompliziert und ja, relativ simpel. Es ist ein simples Pokémon, aber sehr, sehr stark. Und ich habe hauptsächlich noch ein bisschen Lore Stuff erzählt, damit wir hier damit fertig kommen, denn die Geschichte von Giratina ist sehr interessant. Nun habe ich aber auf, das Video zu strecken und damit wünsche ich noch einen wunderschönen weiteren Dezember und damit ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Hey, vielen Dank, dass du dir dieses Video bis hierhin angesehen hast. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich unglaublich stark über ein Like freuen, denn das würde mich sehr stark unterstützen und wäre für dich einfach nur ein kurzer Klick. Außerdem werde ich dir hier rechts von dir aus einmal kurz meinen Kanal verlinken, wo du ihn dann auch gleich abonnieren kannst. Würde mich auch sehr stark unterstützen und du würdest keine weiteren Videos mehr verpassen. Außerdem könntest du dann noch einmal hier oben links dir dann ein weiteres Video von dem Format, was ich hier gemacht habe, angeben oder von dem Let's Play, beziehungsweise das Video, was ich davon zuletzt gemacht habe. Und dann kannst du dich hier unten links dann auch noch einmal die ganze Playlist ansehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, auch hier auf YouTube. Und damit ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.